Hallo, die junge Piloten. Gestern war ich zu Hause und ich habe Nachrichten von euch bekommen. Und Nachrichten bekommen. Eve, es gibt einen neuen Trailer zu dem neuen Planet der Affen-Film. Kingdom of the Planet of the Apes. Du hast dieses Jahr einen Rewatch gemacht. Ich will deine Meinung zu diesem Trailer erfahren. Ich so, wow, wow, wow. Okay, ich gucke mir den Trailer an. Den habe ich mir angeguckt. Den habe ich mir zweimal angeguckt. Im Gesamten habe ich ihn mir 3-4 Mal angeguckt. Jetzt habe ich eine Meinung. Was ich von der Nummer halte, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann es immer wieder Spoiler geben zum gesamten Planet der Affen-Franchise. Bitte, bitte seid dessen bewusst. Und alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Damit wurden alle Disclaimer gestampt. Legen wir los. Okay, ich mach's kurz. Ich mach's diesmal wirklich kurz, weil die Planet der Affen Prequel/Remake-Trilogie, die wir bekommen haben von Rupert Wyatt und Matt Reeves, ich liebe sie. Ist eine meiner Lieblingstrilogien aller Zeiten. Ich habe sehr ausführlich über diese Filme gesprochen. Guckt euch gerne die Rewatch-Videos an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich meine, sie lohnen sich, ohne mir jetzt selber irgendwie auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber ich war sehr detailliert, was die Filme angeht. Und das Brillante an dieser Trilogie für mich persönlich war der Fokus tatsächlich auf den Affen. Ja, man hat den Fokus endlich mal auf die Affen gelegt. Und man hat nicht einfach die Geschichte der alten Filme nochmal erzählt. Wir hatten einen neuen Charakter, Caesar. Andy Serkis in einer Oscar-würdigen Performance. Und das, obwohl es komplett via Mocap gemacht wurde. Und wahrscheinlich das beste CGI, das ich je gesehen habe. Ja, ich mag es mehr als Avatar. Ich weiß, Hardy, ich mag es wirklich mehr als Avatar, aber es ist großartig. Und das Besondere ist, die Reihe endete ja, erneut Spoiler-Alarm, mit Caesars Tod. Das heißt, wir sind fertig. Den Rest können wir uns dazu denken. Deswegen, als ich damals den dritten Teil gesehen habe, habe ich mir gesagt, wenn es noch mehr Filme gibt, okay, aber ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist mir persönlich total scheißegal, denn ich habe eine solide Trilogie, die habe ich bei mir im Blu-ray-Regal stehen und alles andere, mal gucken. Ist so ein bisschen wie für sehr viele Leute das MCU nach Endgame, so nach dem Motto, ja, und wenn es jetzt halt abstinkt, ich habe mein Finale, das heißt Avengers Endgame. Jetzt haben wir den ersten Trailer bekommen und ich muss sagen, ich habe gemischte Gefühle. Ich habe mir auch mal kurz die Prämisse durchgelesen, weil ich wissen wollte, worum geht die Nummer überhaupt. Okay, der Film scheint mehrere Jahrzehnte nach dem Tod von Caesar zu spielen. Das bedeutet, die Menschen sind jetzt endgültig das, was sie waren in den originalen Filmen. Sie können nicht mehr sprechen, sie sind eher wild. Und da haben wir einen jungen Affen, der extrem ausschaut wie Caesar. Das Besondere ist, im Trailer sagt er, wenn er träumt, hat er Visionen. Und ich, also gehen wir jetzt wirklich in die spirituelle Richtung? Bist du jetzt Affen-Jesus, nachdem Caesar Affen-John Connor war? Ich weiß es nicht. Aber wir sehen die Zivilisation der Affen. Und zwar, wir haben ein echtes Königreich. Da ist ein Schimpanse, ebenfalls ein Nachfahre von Caesar. Und er ist interessiert an menschlicher Technologie. Wenn er den King Louis-Song singt, gibt es Punkte. Ist es jetzt nicht das gleiche Studio? Ist es nicht Disney? Er könnte Oh Shubidu singen. Spaß beiseite. Aber sein Volk ist sehr feindlich eingestellt gegenüber den Menschen. Das Spannende ist, das ist jetzt offiziell für mich eine Remake-Trilogie/Reihe, weil die Menschen sind nicht irgendwie kaputt gegangen durch einen atomaren Krieg wie in der originalen Reihe. Nein, sondern durch dieses Virus, das ursprünglich ein Heilmittel war gegen Alzheimer. Und das hat sich ja weiterentwickelt und so fort. Das bedeutet, wir erzählen jetzt wirklich weiter und zwar mit anderen Figuren. Das bedeutet, wir machen jetzt echt diesen Sprung in diese Postapokalypse und das ohne Mutanten unter der Erde, was ich ganz nett finde, weil die fand ich immer ziemlich blöd in der originalen Reihe. Aber ich sehe ganz viele Einflüsse von Planet der Affen Teil 5. Ich meine, das war Teil 5. Einmal das Baumhaus sieht genauso aus wie das von Cornelius. Selbst die Kämpfe zwischen den Affen, weil wir haben jetzt wieder den klassischen Kampf. Affen, die für ein Miteinander sind, Affen, die nicht für ein Miteinander sind. Und alles funktioniert, aber es ist echt komisch, weil es ist der erste Film in der kompletten neuen Reihe, wo A, Matt Reeves nicht mehr dabei ist. Nein, stimmt, Rupert Wyatt hat den ersten gemacht. Aber seitdem Matt Reeves das Franchise verlassen hat, gibt es jetzt endlich mal einen neuen Teil. Aber wo die Affen richtig fließend sprechen, das heißt nicht mehr Apes together strong. Apes together strong. Nein, sie reden wirklich fließend. So, hey, na, wie geht's da, Affe? Geht's da gut? Ja, mir geht's auch gut, Affe. Spaceballs? Oh, shit. There goes the planet. Und
Das nimmt der Nummer so ein bisschen dieses tierische, animalische, weil für mich war das jedes Mal, obwohl ich wusste, die können sprechen, hat es mich jedes Mal umgehauen, wenn die trotzdem ihren Mund geöffnet haben und irgendwas aus deren Mund kam, was Wörter waren. Jetzt ist es halt umgangssprachlich, so, da muss ich mich dran gewöhnen. Und auf der anderen Seite, ich finde, dafür, dass der Film jetzt, wann kam der letzte raus? Ich meine 2017 oder 2018. Das heißt, mindestens 5 Jahre später, vielleicht 6 Jahre später, sieht das CGI nicht so viel besser aus. Ehrlich gesagt sieht es stellenweise sogar schwächer aus als das, was ich gewöhnt bin von War for the Planet of the Apes und Dawn of the Planet of the Apes. Erneut, es ist nur ein Teaser-Trailer, vielleicht wird es dann im fertigen Film noch großartiger ausschauen. Alles in allem, ich bin offen für die Nummer, weil ich die Reihe im Gesamten liebe. Und weil, egal wie der Film wird, ich glaube, er kann mir meine Trilogie nicht kaputt machen. Aber alles in allem sieht es trotzdem plotmäßig aus wie More of the Same. Das haben wir schon gesehen, das haben wir schon gesehen in der originalen Reihe. Und selbst Affe vs. Affe, wir hassen Menschen, / wir wollen zusammen friedlich mit Menschen leben, hatten wir in Dawn of the Planet of the Apes. Also ich bin sehr gespannt. Das Interessante ist, dass Caesar jetzt quasi eine mythologische Figur sein kann. Ich meine, er ist eine Legende. Er hat denen dieses Paradies gegeben und das, was sie daraus machen, das liegt jetzt in deren Händen. Und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Die Nachfolger von Caesar, die nächste Generation, das kann irgendwie ganz spannend sein, aber alles in allem, ich bin jetzt nicht mega hyped drauf, aber ich werde definitiv reinrennen und mir die Nummer geben. Was ich persönlich spannend finden würde, wenn man schon sagt, wir wärmen diesen Konflikt wieder auf, Affe versus Affe, wäre für mich Folgendes. Wir können die Nachfahren von Koba beleuchten. Wir wissen nicht, hatte der je Kinder oder nicht. Ich meine, er war ganz klar der gedamagte Affe. Und Caesar war der, der Liebe von Menschen erfahren hat. Das heißt, diesen Generationskonflikt weiterzuerzählen, das kann spannend sein. Und der Trailer suggeriert mir auch, dass die unterschiedlichen Affen wieder unterschiedliche Positionen haben. Die Gorillas sehen hier wieder aus wie Soldaten und die Orang-Utans wie die Berater. Das ist all das, was wir in dieser originalen Reihe hatten. Nie wirklich erklärt wurde, wie es dazu kam, wer welchen Posten hat und so weiter und so fort. Und das könnte man jetzt erklären. Das heißt, wir könnten die bessere Version kriegen von Planet der Affen 5. Da sind wir uns nochmal einig. Planet der Affen 5 ist jetzt wirklich von niemandem der Lieblingsplanet der Affen-Teil. Das heißt, wenn das quasi ein Remake ist von Planet der Affen 5, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es zumindest besser ist als das Original. Und da bin ich auf jeden Fall am Ball. Weil ich habe ein Herz für die Affen, ich habe generell ein Herz für Affen. Und diese Trilogie hat mir so viel bedeutet, dass ich der Nummer eine faire Chance geben will. Und das sind meine Gedanken zu Kingdom of the Planet of the Apes, zumindest dem ersten Teaser-Trailer. Doch jetzt frage ich euch, was haltet ihr von der Nummer? Findet ihr den Trailer geil? Findet ihr ihn nicht geil? All das interessiert mich. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.